Zeremonie zu gehen, Zeremonie einer Ehebekräftigung, und zwar der von Luisa und Gerhard. Euch beiden aber erst einmal einen herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren glücklicher Ehe. Das dürft ihr euch ergeben. Ich frage euch nun, Gerhard, ist es richtig, dass du es bisher niemals bereut hast, Maria Luisa zur Frau genommen zu haben? Dann antworte mit Ja. Ja. Und hast du den großen Wunsch und den festen Willen, gemäß eurem geleisteten Eheversprechen zusammen mit Maria Luisa zu bleiben, was auch immer das Leben von euch fordert? Ja. Und du, Maria Luisa, ist es richtig, dass auch du es niemals bereut hast, Gerhard zum Mann genommen zu haben? Ja. Und auch du hast den großen Wunsch und den festen Willen, gemäß eurem geleisteten Eheversprechen zusammen mit Vera zu bleiben, was auch immer das Leben von euch fordert. Ja. Maria, Luisa und Vera, eure Ehe sei nun erneuert und bekräftigt und gesegnet. Ihr dürft euch nun den sogenannten EBK, den Ehebekräftigungskuss, geben und dann wollen wir die Ringe anlegen. Dass der heutige Tag noch gut weitergehen wird. Vielen Dank.
Einzigartige Menschen. Ganz tolle Menschen. Ich finde es halt schön, dass sie halt nochmal ihr Ja-Wort wiederholt haben. Berat ist ein Komiker mit einem ganz großen Herzen. Luisa ist harte Schale, weicher Kern mit einem ganz großen Sinn für Humor, sonst wird sie Berat nicht ertragen. Okay. Aber insgesamt ergänzen sie sich ganz gut. Sie haben ja eigentlich bis jetzt alles richtig gemacht und da kann man nicht mehr viel mitgeben, außer den Wunsch nach der ewigen Liebe. Und ich glaube, da ist
die Flamme auf jeden Fall und die wird auch weiter leuchten. Ich wünsche euch beiden alles, alles Beste auf dieser Welt und auf jeden Fall viel Liebe füreinander und für Joelle natürlich auch. So gute Worte kann man eigentlich gar nicht. Gibt's eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht. Also, ich gebe ihnen mit Gesundheit, viel Glück, dass sie sich nicht mehr streiten werden. Das Beste, was gibt's. Finito. Mehr habe ich nicht zu sagen. Also, ihr habt schon 15 Jahre geschafft, sage ich mal, ne? Die nächsten 45 Jahre werden sicherlich noch witziger und einfacher und vielleicht werden es auch mehr.